Paddington. Paddington Bear. Paddington. Paddington. Paddington Bear. Er kommt aus Peru. Ist unser Freund. Heute in der Folge wollen wir einem Bären ein neues Zuhause geben. Ich glaube, vielleicht kennst du den Bären, hast du schon mal gesehen. Läuft auch wieder auf Nickelodeon. Die haben eine neue Animationsserie rausgebracht. Kann man sich ruhig mal angucken. Und da hatte ich auch Lust bekommen, mal irgendwie das Häuschen von Paddington zu bauen. Da kamen ja auch Kinofilme und was nicht alles raus. Und daher geben wir heute einem Bären ein neues Zuhause. Dann Blöcke in die Hand. Auf geht's. Zuallererst gehen wir wie immer an unsere Kiste ran. Und holen uns heute erstmal ein bisschen Blaubeton raus, dann holen wir uns polierte Andesitblöcke, davon die Treppen und Stufen, dann geht's noch weiter mit weißem Beton, dann holen wir uns noch hellgrauen Beton raus, dann ein paar ja, Schwarzeichenholzknöpfe empfehle ich heute mal, dann noch ein paar Ziegelblöcke und dann nochmal hellblauer trockener Beton. Wir beginnen dann erstmal mit dem Grundriss, dass wir uns einmal unseren hellblauen Beton schnappen und uns eine gerade Reihe lang ziehen von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Blöcke. Erstmal insgesamt gerade hinsetzen und zu den Seiten gehen wir nochmal würde ich sagen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Blöcke, sodass wir an den Seiten immer 9 Blöcke haben und auf der Vorderseite 11 Blöcke. So, jetzt können wir ganz einfach noch die Rückseite mit der Vorderseite zack hier auf eine Länge ziehen und dann natürlich hier noch die andere Seite miteinander verbinden. Wenn wir das Ganze so haben, können wir jetzt schon hochziehen, denn das ist ja unser Maß von unserem Häuschen und das wollen wir auf eine Höhe ziehen von insgesamt 19 Blöcke. Das heißt, wir setzen noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Blöcke rauf. Ups, Quatsch, 18 Blöcke insgesamt, denn wir hatten ja unten den einen schon mitgezählt. Insgesamt sollen es halt 19 Blöcke sein. Sobald wir uns das Ganze hochgezogen haben auf 19 Blöcke insgesamt, wollen wir uns schon den Vorbau machen für unser Dach. Wir fliegen an den Seiten hin, lassen dann hier erstmal 2 Blöcke Platz, setzen uns eine Reihe rauf und danach können wir das eigentlich wie so eine Pyramide uns hier einfach mal hochsetzen. Und wenn wir das natürlich auf der einen Seite haben, machen wir es nochmal auf der anderen Seite. Also an den Seiten nur 2 Blöcke Platz lassen und dann können wir uns hier eigentlich wie eine Pyramide uns das Ganze hochziehen. So, das ist noch nicht alles. Wir wollen auch so einen kleinen Vorbau machen für unser späteres Dachfenster. Das heißt einfach mal, wir richten uns von diesen 2 Blöcken, wo wir jetzt freigelassen haben, aus. Ab den zweiten gehen wir einfach mal hier nach innen, würde ich mal sagen, setzen wir noch 1, 2, 3 weitere Blöcke ran. Auf der anderen Seite können wir es auch machen. 1, 2, 3. Und ab den dritten, den wir hatten, können wir darauf dann einfach mal 2 Blöcke raufsetzen. Denn einfach nochmal ein nach hinten weg. Zack. Und wenn wir das haben, können wir eigentlich darüber einfach nur noch 3 weitere setzen. So, dann haben wir das eigentlich auch schon erledigt. Und können uns jetzt eigentlich mit unserem blauen Beton nach unten ein bisschen richten. Und zwar auf der Vorderseite. Denn da haben wir noch so, sage ich mal, so einen kleinen, ja, Zwischenraum, zwischen unserem Bürgersteig und unserem Haus, wo es dann natürlich unten zum Keller geht oder wo das Kellerfenster ist. So, da fliegen wir mal hin und müssen jetzt erstmal ein bisschen was weghauen. So, das heißt einfach mal hier vorne, ich fange ja einfach mal auf der linken Seite an, dass ich mir hier einfach mal 3 Blöcke weghau und dann gehe ich hier zur anderen Seite, obwohl, da müssen wir erstmal ein bisschen zählen. Also dann zählen wir einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und ab den 7. können wir hier auch nochmal zack, 3 Blöcke weghauen nach vorne weg und sollten auch hier dann so insgesamt 4 Blöcke haben. So, dazwischen natürlich den Raum können wir einmal hier ausfüllen oder weghauen erstmal, ne? Das ist ja hier, zack, unsere 4er Fläche, die wir weggehauen haben. Danach nehmen wir unseren blauen Beton und gehen jetzt ein bisschen runter. Das heißt, am Rand, was wir jetzt hier so weggehauen haben, können wir einfach mal unseren blauen Beton setzen. Den machen wir auch einfach so hoch, wie, sag ich mal, der normale Boden hier ist. Und das Ganze, würde ich mal sagen, setzen wir runter auf eine Höhe von insgesamt 3 Stück. Also 3 Blöcke können wir an sich hier das runtersetzen. Und ich weiß ja auch, die meisten, die haben eine Welt, wo es ja auch nur 3 Blöcke tief geht. Von daher ist es eigentlich super ausgemessen hier. Gut, du siehst, ich könnte natürlich noch tiefer bauen, aber darauf wollen wir mal heute verzichten. So, ich will jetzt nicht gleich alles hier ausfüllen, denn wir wollen uns natürlich noch eine Treppe machen, die runterführt. Da nehmen wir einfach mal unsere polierten Andesit-Treppen. Die möchte ich mir jetzt hier gerne einmal so reinsetzen. Insgesamt 2 Stück, die reichen völlig aus. So, dann können wir noch den Boden nehmen. Beim Boden würde ich jetzt nicht unbedingt polierte Andesit-Blöcke nehmen. Da würde ich einfach mal kurz zu unseren Steinziegelblöcken wechseln. Die könnt ihr jetzt einfach mal hier ab der dritten Schicht ganz normal, zack, 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 überall einmal platzieren. So, das reicht eigentlich auch. Und dann wechsle ich hier einmal wieder zurück zu meinen polierten Andesit-Blöcken. Denn die brauchen wir jetzt. Denn wir wollen uns jetzt, sag ich mal, von den Türen vorne noch diese Erhöhung bauen. Das heißt, wir nehmen unsere polierten Andesit-Blöcke, fangen auch auf der Vorderseite erstmal an. Dass wir, sag ich mal, hier auf der rechten Seite uns einfach mal 1, 2, 3, 4 Blöcke hinsetzen. Das Ganze machen wir so 2 nach vorne weg und ganz davor machen wir uns einfach noch ein paar Stufen hin. So, das machen wir nicht nur auf der Vorderseite, sondern auch auf der Rückseite. Nur, dass wir hier jetzt, würde ich mal sagen, an der Seite
wenn wir hinten stehen auf der linken Seite, dann einfach mal eine Blockreihe freilassen. Zack, und dann setzen wir uns vier Blöcke hin und davor dann einfach noch ein paar Stufen. So, wenn wir das haben, geht es jetzt weiter mit unserem weißen Beton. Das wollen wir jetzt schon so ein bisschen die Tür uns vorkennzeichnen. Das heißt einfach jetzt auch hier hinten geht es los, dass wir an den Seiten noch 1, 2, 3, 4 Blöcke uns hier mal weghauen. 1, 2, 3, 4. Ganz oben können wir es auch nochmal weghauen und die Zwischenraum können wir auch nochmal frei haben. So, da setzen wir uns einfach mal unseren weißen Beton hier einfach mal hin und können auch gleich hier, was wir hier zwischen noch haben, auch nochmal durch unsere polierten Andesitblöcke auch nochmal weghauen oder freihauen, wie man sehen möchte. So, das machen wir nicht nur auf der Vorderseite, sondern, ich meine nicht nur auf der Rückseite, sondern auch auf der Vorderseite. So, das heißt hier auch an den Seiten müssen wir ein bisschen mehr weghauen eigentlich. Wir können ja mal gucken, denn hier müssen wir komplett alles weghauen, besonders hier an der Seite. Da schlagen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke weg insgesamt. So, da können wir das einmal austauschen. Und hier schlagen wir das eigentlich auch auf die gleiche Höhe, wie wir es so haben. Na, aber wir müssen hier eigentlich nur 5 Blöcke hinsetzen. Sparen wir uns den einen unten im Boden. So, ganz oben schlagen wir auch nochmal weg. Zack, können hier so eine Verbindung machen und können hier dann alles einmal freihauen und dann natürlich auch hier zwischen wieder mit unseren Andesitblöcken einfach mal hier das Ganze ausfüllen. Ich würde sagen, wir nehmen nochmal unseren weißen Beton und können auf der Vorderseite schon mal ein bisschen was vorbauen. Und zwar einfach hier setzen wir einfach noch zwei weitere Betonschichten einfach mal oben an unsere Tür ran. Dann gehen wir mal zur Seite weg. Da lassen wir jetzt, würde ich mal sagen, wir richten uns so ein bisschen von das Maß von diesem weißen Beton an der Seite. Eine Blockreihe lassen wir Platz. Und dann schlagen wir hier, würde ich mal sagen, 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke weg, sodass wir hier auch nochmal einen Block haben. So, das Ganze können wir jetzt auf eine Höhe von insgesamt 4 Blöcke machen. Da gehen wir natürlich nach oben weg, wenn wir das freihauen und setzen an den Seiten einfach mal unseren weißen Beton hin. So, das ist noch nicht alles. Den wollen wir noch ein bisschen weiter verwenden. Und zwar fliegen wir mal ganz nach oben hin. Und zwar in unserer letzten blauen Betonreihe hier. Lassen wir an der Seite zwei Blöcke Platz, schlagen zwei weg, lassen in der Mitte drei Blöcke Platz und schlagen nochmal zwei weg, sodass wir hier nochmal zwei haben. So, da können wir einfach mal unseren weißen Beton reinsetzen. Das machen wir natürlich nicht nur auf der Vorderseite, wie auch nochmal auf der Rückseite. Ne? So, einfach an den Seiten zwei Blöcke Platz lassen, in der Mitte drei. Und unseren weißen Beton setzen wir da einfach mal rein. Und mir fällt gerade auf, wir müssen das Ganze doch nochmal einmal tiefer setzen. Ups, um eine Blockreihe verguckt. Naja, macht ja auch nichts. Einfach hier nochmal unseren weißen Beton eine Blockreihe tiefer setzen. Dann haben wir halt solche großen Vierecke ganz oben. Macht ja nichts. So, weiter geht's jetzt, würde ich mal sagen. Ja, nehmen wir mal unseren hellgrauen Beton einfach mal. Dann ist der schon mal weg. Den nehmen wir natürlich für unsere Tür. Können wir einfach mal natürlich auf der Vorderseite wie Rückseite nochmal platzieren. Und unseren Türknopf setzen wir auch gleich mal ran. Wie gesagt, auch auf der Rückseite. Nicht, dass wir das vergessen. Zack, die kommt die Tür hin. So, jetzt geht's weiter mit unseren Ziegelblöcken. Da fliegen wir einmal nach oben hin. Wir setzen unsere Ziegelblöcke einfach mal hier bei unserer Pyramide einfach mal rauf. So, das Ganze würde ich mal sagen, lassen wir so einen Block ein bisschen überstehen von unserer Pyramide. Machen wir natürlich nochmal auf der anderen Seite genauso, dass wir es hier einfach, ups, ganz oben an unsere Pyramide einfach nochmal so ein paar Ziegelblöcke uns einfach mal raufsetzen und lassen es einfach nur eine Blockreihe überstehen. Zu guter Letzt fehlt natürlich noch unser trockener Beton. Den wollen wir natürlich hier einmal unten platzieren. Da machen wir einfach so ein kleines Muster rein. Also erstmal schlagen wir die Reihe weg, tauschen die komplett durch unseren trockenen Beton aus. Eine Blockreihe mit unserem blauen Beton, wieder trockener, blauer und trockener. So, das reicht völlig aus. Und das wollen wir hier im Wechsel platzieren. So, jetzt habe ich natürlich wieder super aufgepasst und ihr wisst ja, der fällt ja runter, der ist ja schwerkraftgebunden. Das heißt, wir müssen uns diesen Block noch ein bisschen vormerken und sobald wir unsere Fenster so dekorieren, müssen wir hier rüber auch nochmal eine trockene Betonreihe setzen. Habe ich jetzt gerade, glaube ich, nicht dran gedacht, machen wir aber im Nachhinein nochmal. Ne? Merken wir uns erstmal nur vor. Jetzt wollen wir natürlich unser Haus noch fertigstellen. Da brauchen wir wieder ein paar neue Blöcke. Zum einen holen wir uns jetzt natürlich unsere Quarztreppen und Stufen raus für unsere Fenster natürlich. Dann holen wir uns noch ein paar Eisengitter raus, Eisenfalltüren, Doritmauern holen wir uns noch raus, dann holen wir uns noch ein paar glatte Steinstufen raus, Blumentöpfe, Glasblöcke, ich empfehle mal wieder türkises Glas und heute zur Dekoration, mäßig Verkleidung, empfehle ich euch einfach mal schwarzen Beton, sonst nehme ich auch mal gerne blauen Beton, aber das Haus ist blau, dann nehmen wir mal lieber eine andere Blockfarbe, ne? Bevor wir gleich anfangen mit unseren ganzen Fenstern zu bauen, müssen wir die ja erstmal freihauen, von daher damit fangen wir erstmal an. Wir beginnen auch gleich auf der Vorderseite uns das freizuhauen. Da würde ich mal sagen, fangen wir auf der rechten Seite vorne an. Wir lassen uns zwei Blöcke Platz. Ich würde mal sagen, von unserer Tür hier lassen wir darüber auch nochmal eine Reihe noch Platz. Ne? Also fangen wir hier ab der zweiten an. Lassen zwei Blöcke an der Seite Platz, schlagen zwei Blöcke weg, lassen drei Blöcke Platz und schlagen nochmal zwei weg. So, die Fenster haben eine Höhe von immer vier Blöcken. Die können wir hier einmal wieder freihauen.
Und über diesem Fenster lassen wir zwei Blöcke Platz und schlagen wieder 1, 2, 3, 4 Blöcke weg. Sollten dann auch perfekt unter unseren weißen Betonblöcken einmal ankommen. Und wenn wir das hier einmal auf der Vorderseite haben, machen wir es nochmal auf der Rückseite. Da fliegen wir auch wieder einmal hin. Und da würde ich mal sagen, fangen wir hier einfach neben unserer Tür an gleich. Lassen eine Reihe Platz, schlagen hier dann insgesamt 4 Blöcke weg und auch wieder auf eine 4er Höhe insgesamt. So, dann haben wir schon mal das Fenster unten uns einmal freigehauen. Und dann geht es wieder mit den oberen oder höheren Fenstern hier wieder weiter. So, da würde ich einfach mal sagen, fangen wir von oben einfach mal an. Ja, dann haben wir hier gleich schon das Maß unter unseren weißen Betonblöcken. Ja, wie gesagt, da schlagen wir mal 4 Blöcke weg. Darunter wieder 2 Blöcke Platz lassen und wieder 4 Blöcke weglassen. So, einfach hier, zack, alles einmal freihauen. So, ohne natürlich das Mauerwerk zu doll zu beschädigen. Dann können wir jetzt schon anfangen, unsere Fenster zu verkleiden. Da würde ich mal sagen, schnappen wir natürlich unsere Quarztreppen wie Stufen. Wir fangen vorne unten einmal hier erstmal an, mit dem untersten Fenster. Obwohl, unterste Fenster wäre ja dann ganz unten im Keller. Ha, das wollen wir dann erstmal noch freihauen. So, einfach hier, zack, würde ich mal sagen, dass wir so an den Seiten jeweils eine lockere Platz lassen. Ne? Und dann können wir hier einfach mal, ja, mache ich einfach mal Quarztreppen an den Seiten. So, und Stufen oben und unten in der Mitte. Unter dahinter könnt ihr das dann einfach freihauen. Und ja, na gut, dazu würde ich dann im Nachhinein kommen, ne, dass wir dann, sage ich mal, hier unser Glas nehmen und es dann auch noch auskleiden. Ne? Aber dazu kommen wir eh noch später. So, jetzt wollen wir natürlich jetzt anfangen hier mit den obersten Fenster. Dabei schnappen wir mal unsere Treppen, dass wir die Treppen eigentlich nur in der Mitte platzieren. So, das heißt, wir machen einfach mal zwei normale Treppen unten hin und zwei umgedrehte Treppen ganz oben hin. Und dann können wir einfach die Stufen hier noch an den Seiten überall unten an unserer Stufe und oben natürlich an unserer Stufe noch einmal verbinden. Zack, und dann haben wir hier schon mal das erste Fenster fertig. Die anderen sind sehr simpel eigentlich nachzubauen. Dann setzen wir einfach nur Stufen unten wie oben hin. Und dann sind die Fenster eigentlich auch schon fertig. Das machen wir natürlich einmal auf der Vorderseite wie die Rückseite bei diesen 2x4 Fenstern. Und wir sind ja gerade so schön dabei bei den Stufen. Können wir auch gleich noch bei unseren Türen machen. Einfach oben an den Türen setzen wir auch noch unsere Stufen hin. Auch wieder Vorder- wie Rückseite. Wenn wir das haben, fliegen wir wieder nochmal auf der Rückseite hin. Denn hier fehlt ja uns noch unten das letzte große Fenster. Da machen wir das nicht wie auf der Vorderseite, dass wir die Treppen in der Mitte platzieren, sondern jetzt diesmal an den Seiten. Das heißt zwei normale unten und zwei umgedrehte oben hin. So, das machen wir natürlich auf der anderen Seite genauso. Schnappen unsere Stufen und verbinden wieder einfach mal hier dazwischen, einfach mal beide Seiten. Ja, und wenn wir das soweit haben, gehen wir mal ran an unsere Treppen, dass wir, sage ich mal, bei den untersten zwei Fenstern hier, die wir haben, natürlich Vorder- wie Rückseite, einfach nochmal zwei normale Treppen so machen, die sich natürlich Rücken an Rücken anlehnen. Und darunter platzieren wir einfach nochmal, um das ein bisschen zu stabilisieren, einfach noch unsere Eisenfalltüren. Machen wir nicht nur halt auf der Rückseite, sondern auch auf der Vorderseite. Aber reicht mir noch nicht, ich möchte noch ein bisschen mehr machen. Und zwar oben bei den Fenstern platzieren wir einfach an den Seiten einfach mal zwei normale oder zwei umgedrehte Treppen, einfach mal gesagt. Und dazwischen dann einfach nochmal zwei Quarzstufen. Ups, die sollten einfach unten an der Treppe dann hier so angelegt sein. Und wenn wir das hier auf der Rückseite haben, machen wir es natürlich nochmal auf der Vorderseite. Ist ja ganz klar, ne? Und wie gesagt, machen wir die Treppen und Eisenvertüren. Und hier oben nochmal die Treppen und Stufen, damit das Ganze doch ein bisschen schöner aussieht. Ne, so eine kleine Fassade, was wir da ja machen. So, jetzt wollen wir natürlich noch oben unser Dachfenster ein bisschen verkleiden. Da legen wir eigentlich so los, dass wir an den Seiten einfach mal erstmal zwei Quarzblöcke uns formen. Dazwischen machen wir einfach mal eine Stufe. An den Seiten machen wir einfach mal zwei normale Treppen hin. Und wenn wir das haben, können wir jetzt darüber einfach mal, ups, so, zwei umgedrehte Treppen uns einfach hier so machen. Die natürlich hier in die Mitte einmal gucken. Darüber machen wir nochmal eine ganz normale Treppe. Und an der Seite dieser normalen Treppe machen wir eigentlich nochmal zwei Stufen hin. So, und auf dieser ganz normalen Treppe ganz oben setzen wir nochmal Eisengitter auf. Jetzt sind wir schon beim Eisengitter, fliegen einmal nach unten hin. Denn hier müssen wir noch ein bisschen mehr machen. Zum einen über unserer Tür können wir hier auch nochmal Eisengitter ein bisschen machen. Zack, hier einfach mal wieder zur Hauswand einmal. Und dann können wir hier rüber mal unsere Quarzstufen nehmen, hier nochmal so lang ziehen und darauf auch nochmal unsere Eisengitter einfach mal platzieren. So, das ist mir noch nicht genug. Wir wollen noch hier unten auch nochmal Eisengitter uns einfach mal hier platzieren, damit hier auch keiner unten in den Keller reinfällt. So, ziehen wir uns hier einmal so lang. Wunderbar. Ja, denn könnten wir eigentlich schon unser Eisengitter mal kurz austauschen durch, zack, unseren trockenen Beton. Damit wir das hier nicht vergessen. Ne, zack, und dann schlagen wir den ja einmal mal so weg, damit das hier das schöne Muster ist. Danach verwenden wir nochmal unsere Doritmauern. Die sind eigentlich nur dafür da, um, sag ich mal, hier unser kleines Vordach hier vor unserer Haustür ein bisschen abzustützen. Einfach hier an den Seiten die Mauern hin, zack, und verbinden sich einfach ganz normal hier mit dem oberen Teil.
Weiterhin fliegen wir dann einmal aufs Dach und platzieren hier auf der linken Seite von unseren Ziegelblöcken einfach mal unsere Steinstufen. Und auf der anderen Seite machen wir da so richtige Schornsteine hin, einfach mit unseren Blumentöpfen. Und fertig sind auch die. Zum Schluss bleibt an sich nur noch das Glas übrig. Ich glaube, ihr wisst, wie es geht. Eigentlich, wir fliegen rein ins Haus, setzen an unseren Stufen und Treppen hier hinter einfach mal unsere Glasblöcke an. Kannst natürlich hohe lassen oder machst dir wieder ein bisschen mehr Arbeit. Diesmal fliegt dir einfach mal schwarzen Beton und dann können wir hier hinten das Ganze einfach noch ein bisschen ausfüllen. Sieht einfach immer schöner aus, als wenn man da einfach reingucken kann. So, und dann verkleiden wir nochmal alles. Haben wir die Fenster gekleidet, sollte das erstmal so ein bisschen aussehen. Jetzt müssen wir natürlich noch eine Sache machen, natürlich noch das Dach einmal draufsetzen. Das heißt einfach mal, wir schnappen uns einfach nochmal ein paar Steinziegel, Treppen und Stufen und dann ganz normale Steintreppen und davon nochmal die Stufen. Mit den ganz normalen Steintreppen und Stufen fangen wir erstmal an. Und zwar wollen wir einfach mal an der Seite die uns einfach mal ein bisschen platzieren. Wir beginnen erstmal mit einer normalen Treppe, darüber dann einfach mal eine Stufe, dann wieder eine Treppe. Gehen hier zur Seite einmal weg und machen hier einfach nur noch Treppen hin, außer oben, da setzen wir nochmal eine Stufe hin. Und so gehen wir eigentlich hier auch wieder zur Seite einfach mal runter. Zack, zack und zack. So, das Maß machen wir natürlich mal auf der anderen Seite genauso. Ich sag mal, das ist so ein bisschen mehr hier verkleidet bei unseren Schornsteinen und an den Seiten. Ne, dann nehmen wir einfach mal die Steintreppen, weil das einfach schöner aussieht und passt auch ein bisschen mehr zum Original, wie ich das gesehen habe. So, und wenn wir das dann einmal an den Seiten hier so ausgeführt haben, nehmen wir nochmal unsere normalen, ja, Ziegeltreppen und so. Die können wir einmal auf der Vorderseite hier komplett einmal langziehen. Danach geht es dann hier auch wieder mit unseren Stufen weiter. Und ganz oben drauf hier bei unserem Dachfenster, da nehmen wir natürlich keine Treppen. Da nehmen wir einfach unsere Stufen hin und können die auch dann hier einfach mal bis oben in die Mitte einfach mal zack nach hinten ziehen. Und dann füllen wir dann nur noch hier zack die Seite aus. Und die Rückseite ist eigentlich ein bisschen einfacher auszufüllen, ne? Weil wir hier, sag ich mal, nicht das Dachfenster dazwischen haben. Von daher nur noch die Stufen schnappen und ausfüllen. Ich hoffe, bist du immer zufrieden mit der Baufolge. Jetzt ist unser Padding zufrieden, sein Häuschen steht, er kann einziehen und hat endlich ein neues Zuhause. Glücklicher kann ein Bär nicht sein und von daher kannst du das Häuschen natürlich noch in verschiedenen Farben basteln, Haus an Haus einfach ransetzen, mach dir ein paar neue schöne Wohnviertel, kannst auch natürlich auch in deine Straßenreihen einfach ein bisschen das Häuschen platzieren. Ja, ansonsten bedanke ich mich für das fürs Zusehen, wünsche dir viel Spaß beim Nachbauen und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss!